Hallo Leute, hallo meine Lieben. Also wir drehen wieder mal Waldi erklärt euch die Welt. Wir haben jetzt das Jahr 2024. Also das ist erster Teil in diesem Jahr. Ja. Und wir haben ja schöne Themen oder viele Themen, die man unbedingt ansprechen muss. Ja. Und die Themen sind nicht immer sehr freundlich, sondern auch ein bisschen, wo man sich drüber ärgern kann, ja? So Leute, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, ja? Also das sind ja Sachen, die schon ein bisschen irgendwie interessant sind, ja? Also es geht um Klimawandel und hier zum Beispiel Deutschland gibt Milliarden aus für Radwege in Peru, ja, für Radwege in Peru, also viele, viele Millionen, wenn nicht eine Milliarde oder halbe Milliarde, das ist, was man da ausgibt, ja, für Radwege, ja, und zwar, da gibt es ja sowieso wenig Autos, ja, und warum will man ja jetzt unbedingt da Radwege bauen, damit da noch weniger Autos unterwegs sind? Also das ist mir rätselhaft, ja. Und das Geld, das könnte man auch hier brauchen, in Deutschland, ja. Und ich weiß nicht, ob die Peruaner so scharf sind auf die Radwege. Ich glaube eher, das ist ja eine deutsche Idee, ja. Also eine Idee von unserer Ampel, ja, Regierung, ja. Die wollen da was Gutes tun und haben sich ausgedacht, Radwege von Tausenden von Kilometern, wenn man die quer und geradeaus und wie auch immer baut, ja, da kommt man ja schon auf Tausende von Kilometern, ja. Und das muss man ja bezahlen. Und wer bezahlt das? Natürlich die Ampel, ja. Ob das jetzt schlau ist, das weiß ich nicht. So Leute, hier haben wir ja auch, was in Afrika alles geleistet wird, ja, und das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, Energiewende in Afrika, ja, Bundesregierung hat eine neue klimaaußenpolitische Strategie angekündigt, ja, Netzwerk an Auslandsvertretungen erweitern unter Annalena Baerbock, Robert Habeck, Steffi Lemke und Svenja Schulze. Wie viele da noch mehr mischen, also unsere Politiker, das weiß ich nicht so genau, aber ich habe mir nur die wichtigsten aufgeschrieben, ja. Und was das alles bringen soll, ob da jetzt die Luft rein, also richtige reine Luft wird, das weiß ich nicht. Also Kolonialismus ist normalerweise nicht mehr, also von der deutschen Seite, ja, aber die Grünen haben sich ausgedacht, ja, das soll ja jetzt heißen, wir bauen grünem Neokolonialismus. Was das heißen soll oder wie man das verstehen soll, weiß ich nicht. Wie auch immer man das verstehen soll, keine Ahnung. So Leute, also, wir haben ja den Vertrag aufgelöst, also am Anfang des Krieges Russland-Ukraine, da wollte man nicht mehr, man wollte ja Russland bestrafen und man hat diesen Vertrag beendet, ja. Obwohl heute heißt es von unserer Regierung aus, dass die Russen geben kein Gas mehr. Nein, nein, das war ganz anders, wenn man sich noch erinnern kann. Ja, so, also Scholz will Gas aus Nigeria. Ja, unser Bundeskanzler will Gas aus Nigeria. Man will ja für den Klimaschutz mit Brasilien, Indonesien, Senegal, Südafrika, Vietnam, Indien und China arbeiten für den Klimaschutz. No, jetzt, wer das alles bezahlt,
Da wissen wir schon alle. Das wissen wir schon alle. So, meine Lieben, also man will Partnerschaften schließen, ja? Partnerschaften schließen, ja? Und natürlich, man muss überall Geld reinstecken, ja? Deutschland sei einer der größten Gelder, also Geldgeber, ja? Geldgeber, international, Klimafinanzierung und damit einer der wichtigsten Partner in der grünen Welt. Ja? Also man will ja unsere Steuergelder überall noch in Klimaschutz reinstecken. Ne? Natürlich gibt ja viele Gegner auch, die das nicht für gut heißen, dass man jetzt in den Klimaschutz, ja, Milliarden und Abermilliarden reinsteckt in der ganzen Welt, ja, in die Partnerschaften, was man da schließt, ja. Aber man ist ja sich nicht sicher, ob das gut geht. Und außerdem, es gibt ja viele, die das für großen Wahn, Dummheit, völliger Realitätsverlust halten, ja. Völliger Realitätsverlust halten, ja. Also, dass man sich was ausmalt, wie im Kindergarten, und glaubt, dass das, was man vorgibt, auch gemacht wird, ja. Natürlich mit sehr, sehr, sehr viel Geld wird das finanziert. Aber das ist keine Sicherheit, dass das auch so gemacht wird, wie unsere Regierung das haben möchte. Ja? So, Leute, ich möchte jetzt diese Unzufriedenheit, ja, dass die Leute die Schnauze voll haben, ja, von unserer Regierung, von der Ampel, ja, die fühlen sich schlecht behandelt und man beklaut sie auch, ja, das, was die früher bekommen haben, diese Privilegien, man nimmt denen das alles weg, ja, und zwar dieser Bauernaufstand, ja, Leute, ja, hier jetzt bei diesen Bauerndemos, Proteste, richtig, wo sind die Promis? Ach so, ja, bei dieser Bauerndemo, Bauernproteste, wo sind die Prominente, die sie unterstützen könnten, ja, könnten, wollen aber nicht, ja. Ich muss ja dazu sagen, also, dass das nicht in Ordnung ist, weil damals in Katar bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, da waren viele, 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 ganz viele Prominente sehr beleidigt und so weiter, weil man diese Homo-Flagge nicht haben wollte oder nicht sehen wollte, diese Homo-Binden und dann diese Mund zu machen von der ganzen Nationalmannschaft und so weiter. Alle haben diesen Homo-Plan unterstützt. Und hier die Bauern, ja, da für sie sieht man ja kaum einen. Ich habe ja hier ein paar gefunden, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Also das ist die Schauspielerin Kathi Karrenbauer, ja. Kathi Karrenbauer, die dafür ist, für die Bauern, ja, die ist ja auch kurz auf die Straße gegangen und hat das beobachtet. Dann sage ich mal Dankeschön an die Kathi Karrenbauer. Dann Inka Bause, die hat ja die Sendung Bauer sucht Frau, ja, aber trotzdem, sie hat ja gesagt, wir müssen die Landwirte mehr wertschätzen, ja, also die Landwirte sollen ja mehr wertgeschätzt werden. Also man soll ja schätzen, das, was die leisten, was die machen und so weiter, dass unser Läden voll sind, ja, die Regale voll sind mit Brot und so weiter, ja, Kartoffeln und Obst und so weiter, ja, das muss geschätzt werden, ja, das wird aber nicht gemacht, ja.
So, wer sich noch für die Bauern-Demo oder Bauernprotesten einsetzt, ist ja diese Xavier Naidoo, ja, Xavier Naidoo, der degradiert wurde, weil er ein paar Sachen gesagt hat, erzählt hat, sich geäußert hat, und das hat man ihm für übel genommen. Seit der Zeit ist er so weit degradiert worden, dass man ihm nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt, ja, und das ist Demokratie, ey. Man sagt ja immer auf die anderen Länder, boah, die machen da, was sie wollen. Und hier, was wird hier gemacht, ja? So, Leute, ich habe mir hier wieder was aufgeschrieben, ja. Und es geht ja um die Promis, die immer wieder im Fernsehen auftreten. Da sind immer wieder fast die gleichen, ja, fast die gleichen. Selten, dass da noch einer kommt, der noch nicht zu sehen war. Aber das ist wie eine Clique, ja. Wie eine Clique. Also was ich noch zu Promis sagen möchte, ist, dass sie im TV oder Radio, egal wo, fast immer die gleichen sind, ja. Sie sind so, ich sag, so grob 1000 oder 2000, die immer wieder zu sehen sind, ja. Bei 85 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, die sind wie eine Clique, immer dieselben. Manchmal bekommt man davon Kopfschmerzen, weil man immer die gleichen sieht, ja. Immer die gleichen sieht. Also das ist doch nicht normal. So, Leute, ich muss jetzt wieder mal etwas ansprechen, was wir schon öfter angesprochen haben. Viele nehmen mir das auch für übel, ja, und beschimpfen mich. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch meine eigenen Fans, die sogar ein Herz mir schicken, ja, und mögen mich. Natürlich gibt da immer wieder welche, die ja, dagegen sind, was ich hier mache oder erzähle. Ja. Es geht jetzt um die Migranten, um die Flüchtlinge. Ja. Also die wollen wegen der Flüchtlinge, also die, das heißt die Ampel, die Alten auf die Straße setzen, ja, um die Wohnungen frei zu bekommen. Ja. Es gibt keine Flüchtlinge, also kein Flüchtlingsstopp, ja, kein Flüchtlingsstopp, die sagen und erzählen und so weiter. Und dann schicken sie acht Schiffe, das war schon von Anfang, wo die Merkel an der Regierung war, wo sie damals die 2015 die 2 Millionen oder 1,5 Millionen Flüchtlinge reingerufen hat. Da sind ja schon die Schiffe gefahren, hin und her. 8 Schiffe waren das, deutsche Schiffe. Und die waren von der Regierung Merkel schon damals finanziert, ja, und heute sind sie weiter finanziert bei der Ampel, ne? Das ist Wahnsinn, ja. Nein, die Menschen, die viele Jahre geschuftet haben, also die Alten, die jetzt die Wohnungen verlassen sollen für die Flüchtlinge, ja, das ist eine Katastrophe, ja. Also die geschuftet haben, sollen jetzt einfach auf die Straße wegen die Flüchtlinge. Ich denke, dass die Altparteien sind fertig, ja, so wie der Trapattoni damals gesagt, du haben fertig, ja, also dass die sind fertig, also das ist unglaublich, dass so etwas passiert und dass man so etwas sich ausdenkt, ja, das sieht man ja, wie unfähig unsere Parteien sind, die reden von Flüchtlingsstopp und Begrenzung und schicken das Geld da in die Länder, damit die sie da ein bisschen aufhalten und so weiter. Aber so wirklich, damit hat die Merkel angefangen. Und dieses Problem hat jetzt auch Amerika. Weil die haben ja gesehen, dass wenn eine Masse von Menschen kommt, ja, dass diese nicht zu aufhalten. Ja. Und so kommen ja auch aus Südamerika und so weiter, über Mexiko und so weiter nach Amerika. Tausende und über Tausende. Und das ist alles Merkels Schuld, ja. Die hat das so erschaffen. Sie hat das erschaffen, ja. Und was ich noch dazu sagen muss, also die Altparteien, die traditionellen Parteien, die ganze, wie die da heißen, CDU, SPD, FDP, Grünen und. Die taugen alle nichts. Die taugen alle nichts in dem Sinne, ja, dass die lassen mit sich nicht reden.
Guckt euch jetzt mal die Bauern, die wollen ja antworten, die wollen Fragen stellen, die wollen. Da kommt keiner, ja, da kommt keiner, der mit denen so wirklich sprechen möchte, ja. Und das ist eine Katastrophe, ja. Also die Altparteien, die traditionellen Parteien, wenn sie so weitermachen, und die wollen so weitermachen, ja, weil die meinen, die sind im Recht, ja. Da, meiner Meinung nach, die sollen alle weg. Alle sollen zum Teufel gejagt werden. Die sollen alle weg. Weil du kannst ja nicht, obwohl du Scheiße baust, ja, stur bleiben und glauben, dass was du magst, ja, obwohl das Scheiße ist, dass das gut ist. Ja. Also ich habe ja auch viele Jahre gearbeitet. Ich habe ja insgesamt 40 Jahre gearbeitet, ehe ich in Rente gegangen bin und dann noch, weil ich Herzinfarkt hatte. Und so. Aber das, davon will ich ja nicht reden. Aber wenn ich Scheiße gebaut habe auf der Arbeit, da sage ich euch, ich habe ja so einen Arschtritt bekommen und man hat mich so behandelt wie letzter Sau, ja. Und die machen, weil sie sind Politiker, die machen, was sie wollen und die glauben, die, da passiert denen nichts, denen tut ja keiner was und sagt keiner was. Und wenn einer was sagt, dann ist man sofort Nazi, ist man sofort Querdenker und was immer, was auch immer. Ja, alle, ob das junge Menschen sind, alte Menschen sind, sogar Kinder, die werden alle als Nazi beschimpft. Man darf sich nicht gegenstellen. Ja? Das ging ja eine Zeit, das ging ja eine Zeit, aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr, so ein Scheiß können die uns nicht mehr erzählen, ja? Dass alle Nazi sind. Ja? So wie der Habeck sagte letztens, alles um ihn herum, ja? Alles um ihn herum sind Nazis. Der soll in die Psychiatrie, der sollte da eingesperrt werden und nie mehr wieder rauskommen. Die sollen ihn da ganz behalten und die Baerbock genauso, ja, und die anderen auch. Also was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, ist ja, dass in Deutschland gibt ja so eine Armut, ja. Also 2 Millionen Menschen laufen zu der Tafel, sich Essen abholen, ja. 2 Millionen Menschen, ja, wenn nicht mehr, das wird jetzt nur grob oder fein geschätzt, ich glaube, da sind ja noch mehr, ja, dann viele, viele, sehr viele verdienen sehr wenig. Das, was sie verdienen, das reicht nicht mal für das Leben im Monat zu bezahlen, ja. Dann, also das Geld, also guckt euch das mal an oder habt ihr das schon mal vielleicht gehört, die Frau Baerbock fährt um die Welt herum und verteilt Geld. Die hat sogar in Libanon, für irgendeine Demonstration, damit die Leute auf die Straße gehen, 15 Millionen ausgegeben. Ja? Dann gibt es noch viele andere Länder, wo die für jeden Scheiß Geld bekommen. Und die schmeißen mit dem Geld rum. Das sind alles Steuergelder. Und hier in Deutschland, hier fehlt das Geld. Die Leute, guckt euch mal die Obdachlosen, wie viele Obdachlosen hier gibt, ja. Und nicht nur das, wie viele arme Menschen gibt, ja. Und das Allerbeste ist ja, man will ja noch die Alten auf die Straße setzen und Platz machen. Die sollen Platz machen für die Flüchtlinge, für die Migranten. Also was ist das für eine Politik? Das ist eine kranke Politik, psychisch kranke Politik. Nichts anderes. So Leute, ihr seht ja, wie ich, also mein Outfit, wie ich angezogen bin, ne, hier so ein bisschen, das ist aber nur, weil ich ein Musiker bin, ja. Ich bin zwar ein Hobbymusiker, ja, aber ich spiele alle mögliche Musik, ja. Also ich spiele Heavy Metal, ich spiele Rockmusik, ich spiele auch Heimatmelodien, ja. Also ich spiele auch deutsche Hits, ja, aber die ich selber produziere, ja. Also ich bin ja schon ein Musikverrückter, ja. Und das sind ja alles meine Gitarren, mein Studio ist das hier, ja. Ich will ja das jetzt nicht ganz so zeigen, aber das, was ich so gerne anziehe, ich habe ja früher auch so lange Haare getragen, ja. Jetzt habe ich nur noch langen Bart, ja. Also ich sag's euch, ich bin ja ein Musikverrückter, ja. So Leute, also dieser Bauernaufstand, Demo und wie soll man das noch bezeichnen?
Also ich finde das für sehr, sehr, sehr gut. Aber auch im TV, da wird kaum was berichtet. Da wird ja ein paar Sekunden was gezeigt oder eine halbe Minute, das ist schon lange. Also die tun das alles unter den Teppich kehren. Die kriegen ja alle Geld von der Regierung. Nehmt euch jetzt mal ARD und ZDF, ja, das sind ja Regierungsprogramme, ja. Nehmt euch jetzt mal die anderen, die private, ja, die kriegen auch Geld von der Regierung, damit die sie nicht zu grob bezeichnen. Das heißt, dass die gegen sie dazu schlecht was erzählen. Da wird nur sanft was erzählt, weil sie kriegen hier, das ist Geld regiert die Welt. So sieht das aus, Leute. Geld regiert die Welt. So, Leute, ich möchte das jetzt hier beenden. Trotzdem, ich wünsche den Bauern und den allen, die jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren, da alles Gute, ja, weil die haben das Recht, ja. Das, was jetzt hier so läuft, es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und wenn man das nicht aufhalten tut, ja, dann, ich weiß nicht, was dann passiert, ja. Man muss das aufhalten, ja. Okay, Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir alle gesund, achtet auf euch, weil wenn ihr auf euch selbst nicht achtet, wer soll das denn sonst machen, ja? Sonst macht das ja keiner, ja? Tschüss, 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 bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss.